Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute, wie man eine Festplatte klont. Eigentlich halte ich davon nicht so viel, aber ich habe jüngst von einer Software erfahren, bei der es tatsächlich geklappt hat. Also ich habe es ein paar Mal probiert mit verschiedenen Programmen und irgendwie gab es da Bluescreens und hier und da. Das war aber noch zu Windows 7 Zeiten und da habe ich gesagt, nee, mache ich nie wieder, ich empfehle direkt eine Neuinstallation. Aber das hier, das läuft auf jeden Fall. Vor wenigen Tagen hat Deepcool die LT-Serie an All-in-One-Wasserkühlung auf den Markt gebracht. Ihr Pumpendesign sorgt mit verbessertem Micro-Channel-Layout für optimalen Wasserfluss. Dazu ist die Pumpe kaum hörbar und das einzigartige Design mit Infinity Mirror samt ARGB-Beleuchtung kann sich in meinen Augen echt sehen lassen. In meinem Test des LT520 kühlte die AIO an den Ryzen 5 auf mittlere 60 Grad bei Vollauslastung. Dabei waren die zwei mitgelieferten 120mm Lüfter vortrefflich leise. Links dazu wie immer in der Beschreibung. So, wir haben also vor, eine SSD zu klonen. Hier ist eine 512 GB SSD drin, M2, und die soll vergrößert werden auf eine mit 2 TB ohne Neuinstallation und alle Daten sollen übertragen werden. Üblicherweise könnte man jetzt hingehen, das wäre irgendwie am einfachsten, man installiert das Programm hier drauf, das heißt Macrium Reflect, zeige ich euch gleich noch. Die kostenlose Version davon ist eine der letzten Programme, die in der kostenlosen Version eben auch diese Funktionalität noch anbieten. Deswegen empfehle ich das Programm hier. Also würde man jetzt hingehen, das System hochfahren, Software installieren, die neue Festplatte extern anschließen. Ich habe ein M2-Adaptergehäuse, aber das hier funktioniert, glaube ich, nur mit SATA-SSDs. Das schaue ich gleich nochmal eben nach. Und SATA-SSDs sind eben was anderes als PC Express bzw. NVMe, so wie diese SSD. Also müssen wir da ein bisschen was anderes machen, zeige ich euch aber gleich. Auf dem Datenblatt steht dabei, dass wir auf jeden Fall einen M2-Slot haben hier drin. Das Teil ist super dünn, da wird keine 2,5 Zoll Platte. Ja gut, sie würde reinpassen, aber es wäre Platzverschwendung. Also zerlege ich dich mal eben und dann schauen wir rein. Ich habe mich also mal des Gehäusedeckels entledigt, hat gar nicht ganz so lange gedauert, eben einmal die Batterie abgeklemmt, mache ich sowieso immer, wenn ich irgendwie an solch einem Laptop arbeite, falls mal da so ein Schräubchen reinfällt oder sowas, das kann immer mal passieren, da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich wundere mich allerdings gerade, da ist ein i5 drin verbaut und dann haben wir das hier, das ist kein Kühlkörper, das ist Mist. Also ja gut, hier kann sich vielleicht ein bisschen Hitze noch auf das Gehäuse übertragen, aber sind wir jetzt hier schon auf MacBook-Niveau? Ach ja, das Teil ist ja so dünn und wer es dünn haben möchte, der hat halt sowas, das heiße ich nicht unbedingt immer gut, aber ist ja nicht schlimm. Die SSD, die dort drin war, das ist diese hier, die werde ich jetzt so anschließen, ist ein bisschen einfacher, da spare ich mir einen Schritt, aber die Prozedur ist dieselbe. Hier ist jetzt die neue SSD verbaut und du willst jetzt, lassen Sie uns die Einrichtung, nein, ja, wir springen mal jetzt auf den Monitor, ich installiere das eben. Wenn wir Macrium Reflect öffnen, sieht das Ganze erstmal so aus und wenn man mit einem Datenträger irgendwas machen möchte, muss dieser ausgewählt werden. Also gehen wir mal hier hin, machen dort ein Häkchen rein dafür, dass alle Partitionen von vorher auf jeden Fall ausgewählt werden. Gehen dann auf diesen Datenträger klonen und das Ziel soll die neue Festplatte sein. Dann gehen wir auf Kopieren. Exaktes Partitionsoffset wollen wir nicht, wir machen mal rückgängig, sondern verkleinern oder vergrößern, um den Zieldatenträger zu füllen. Dann sehen wir, vorher hatten wir hier eine Gesamtgröße für die D-Partition von 400 bla Gigabyte und jetzt haben wir 1,82 Terabyte, so ungefähr. Ah, und hier noch eine kleine Anmerkung. Es ist natürlich auch möglich, von einer größeren auf eine kleinere SSD zu wechseln. Wenn man jetzt beispielsweise eine 250 Gig SSD hat, die dann aber nur mit 100 GB gefüllt ist, dann kann man es auch umziehen auf eine SSD mit 128 GB. Macht keinen Sinn, wäre aber möglich, auch mit dieser Einstellung, die wir gerade gesehen haben. Das einmal nur dazu. Das sieht in Ordnung aus, dann nutzen wir halt die gesamte Platte aus, so wie es eigentlich auch am sinnvollsten ist. Man kann jetzt auch eine neue Partition auf dieser Platte erstellen, zusätzlich. Aber würde ich jetzt, also kann man machen, finde ich nur nicht so sinnvoll. Dann gehen wir zweimal auf Weiter, können uns das hier anschauen. Das sieht in Ordnung aus. Und dann gehen wir auf Fertigstellen. Was möchten Sie jetzt tun? Dieses Backup jetzt ausführen. Das Definitionsdatei speichern tun wir einfach mal. Ja, okay. Und jetzt dauert das eine ganze Weile. Wir kopieren jetzt knapp 500 GB. Das Ganze über, ich weiß nicht, wie schnell die SSD ist. Ja, müssen wir gucken. Üblicherweise würde ich jetzt sagen, kannst du dir ausrechnen. Hol den Kaffee, hol den Tee, mach dir was zu futtern. Dauert ein bisschen.
Und noch als kleine Anmerkung, solange man nicht auf Fertigstellen klickt, wird auch nichts getan. Das heißt, man kann ruhig ausprobieren, wie das Layout dann später aussieht. Man kann auch sagen, ja, okay, ich will nur so und so viel Gigabyte noch übrig lassen für eine andere Partition oder sowas. Also braucht man da keine Sorge haben. Jo, neue Platte ist drin. Das hier ist die alte. Die andere habe ich gerade ausgebaut. Dann bin ich mal gespannt, ob du mir jetzt direkt hochfährst. Aber sollte eigentlich. Oh, Boot Manager. Ja, wahrscheinlich Secure Boot. Genau. Ja, dazu muss ich jetzt erstmal googeln. Deswegen hasse ich Secure Boot. Dieses BIOS kenne ich allerdings von einem Lenovo Mainboard. Ich bin mal hingegangen, werde es jetzt deaktivieren. Dann fragt er mich wahrscheinlich. Genau. Ich habe da schon mal gesehen bei manchen Systemen, dass da dann ein vierstelliger Code angezeigt wird, den ich dann eintippen muss, dafür, dass diese Änderung wirklich durchgeführt wird. Aber jetzt dürfte es. Hey! Nach ein bisschen rumprobieren habe ich festgestellt, dass nicht mal, wenn ich Windows installieren möchte, irgendeine NVMe-SSD hier erkannt wird. Obschon im Produktdatenblatt steht, dass wir hier eine NVMe oder dass irgendwas NVMe-mäßiges unterstützt werden soll, aber das tut es nicht. Ja, das ist ziemlich doof. Ich habe nämlich diese SSD mal eingebaut. Die wird hier im Windows 10 Setup erkannt. Aber das ist eine SATA-SSD, erkennst du auch an diesen zwei Zacken. Und NVMe hat nur eine. Ende vom Lied ist tatsächlich, dass Terra ihr Datenblatt revidieren muss. Da werden keine PC Express SSDs unterstützt. Ich habe mehrere ausprobiert, aber wenn wir dieselbe SSD hier reinpacken, die 2 TB NVMe, siehst du, aha, wir fahren hoch. Und die andere SSD habe ich rausgenommen, die vormals da drin war. Das ist nämlich diese hier. Ja, sowas muss man auch wissen, dass man so etwas, dass man damit rechnen kann, dass das Datenblatt nicht stimmt. Doofe Firmenlaptops. Soll ich Terra jetzt anschreiben und die darauf aufmerksam machen? Dann dauert das eine Woche. Wahrscheinlich fehlt da nur irgend so ein BIOS-Update oder so, aber oh Mann. Wieso? Warum? Ja, Auslieferungszustand war eine SATA-SSD. Ja, sicher. Ja, ist immer toll, wenn man ein Tutorial macht und dann das da auch nicht vernünftig funktioniert. Beziehungsweise, wir haben ja gesehen, bei dem anderen Mainboard wurde die geklonte Festplatte 1A erkannt, ist hochgefahren, alles supi, lag halt nur eben an diesem doofen Terra-Laptop. Also habe ich noch nie so gesehen, dass das Datenblatt nicht stimmt. Sollte das Hochfahren nicht funktionieren, würde ich mal ins BIOS gehen. Google, wenn du nicht weißt, was ein BIOS ist, wie du da reinkommst, meistens F1, F2, FN und F1, FN und F2 oder entfernen oder so. Und stelle die Bootreihenfolge um. Kann nämlich gut sein, dass noch die alte Festplatte eventuell irgendwie drin steht oder removable, also USB-Geräte oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall sollte die neue SSD dann an erster Stelle stehen. Die Festplatte wird nicht kaputt sein, also sollte sie auch erkannt werden, weil man hat ja gerade etwas drauf geklont. Und ja, wenn man sich nicht sicher ist, im Zweifel dann immer eine SATA M2-SSD zu besorgen, ist eine gute Idee. Aber man sieht es auch, es war ja die physikalische Möglichkeit da, eine NVMe-SSD einzubauen. Also das muss eigentlich klappen. Nur in diesem speziellen Fall irgendwie nicht. Ich weiß es auch nicht. Terra ist doof. Der Laptop ist sowieso mir ganz, ist mir nicht ganz koscher, weiß ich nicht. So ein klitzekleiner Kühlkörper. Nee, kannst du nichts mit werden. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn es noch Fragen gibt, lass es mich gerne wissen. Aber eigentlich habe ich alles gezeigt. Also wir haben ja gesehen, die Festplatte wurde exakt geklont. Also irgendwie, dass man auf einmal auf UEFI oder Legacy umstellen müsste, weil es vorher nicht so war, ist nicht so, weil die Platte exakt kopiert wird, so wie sie war. Das muss eigentlich, das sollte funktionieren, wenn der Laptop nicht gerade doof ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.